Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute hier einen Special Guest, nämlich den Gonzales von Gonzales und Klint. Sag mal hallo, Gonzales. Moin, moin, Freunde. Du sollst hallo sagen. Nee, ich wollte mal moin. Ja, okay. Ich komme aus dem Norden, ja, da sag mal moin, moin. Ja, wir haben heute den 6. Juli und am 6. Juli hat auch jemand Geburtstag. Ja. Und das wolltest du erzählen? Ja, und zwar ist das der gute Curtis James Jackson. Wer ist das denn? Ja, den kennst du auch. Ja. 50 Cent. Wir sehen ja hier schon. 50 Cent. 50 Cent. Wie heißt der? Der alte Hauding. Curtis James Jackson. Curtis James Jackson. Nein. 75 geboren, der Junge. 75 geboren? Ja, ja. Ticken jünger als ich. Ah, siehste. Aber nur ein Ticken. Und wo ist deine Karriere? Meine Karriere ist hier! Ja, das ist meine Karriere. Ja. Aber am 6. Juli 1975, genauso wie Curtis James Dings da. An dem Tag hat Arthur Ashe Wimbledon gewonnen. Der erste farbige Tennisspieler, der Wimbledon gewonnen hat. Wahnsinn. An dem Tag, als 50 Cent geboren worden ist. Auch ein Knaller, oder? Scheint ein besonderer Tag zu sein. Geht so. Ja. Aber hier, guck mal, hier, da haben wir eine Arthur Ashe nochmal. Oh, da ist er ja. Ja, ja, das Tatsache. Ist er. Wahnsinn. Hat Windeln gewonnen. Die Frisur ist der Hammer. Ja gut, das haben sie ja alle. Da kann man nichts dran machen, krauses Haar. Ja, ja, das stimmt. Ja. Aber ich habe auch noch was Schönes. Was denn? Boot. Was denn? Ja, ganz was Feines. Ich kann ja mal schon mal so einen kleinen Spoiler geben. Genau, hier, ich habe hier so einen kleinen, kann man das sehen in der Kamera? Kann man wahrscheinlich nicht, aber hier ein groß. Du hast so ein Tattoo, ne? Ja, ja. Zeig mal. Hier, ein kleinen Kussmund. Und was hat das zu bedeuten? Das ist der Kussmund von meiner Frau. Und den hast du am 6. Juli bekommen? Leider nicht. Aber, um trotzdem noch bei dem Thema zu bleiben, ist am 6. Juli in Großbritannien vor 2 Jahrzehnten der Tag des Kusses etabliert worden. Ja, schade, dass du einen Bart hast und schade, dass du ein Kerl bist. Ansonsten hätte ich dir jetzt ein Angebot gemacht. Ja, da hätte ich aber Danken abgelehnt. Ja, aber wenn du eine Frau wärst, komm. Ach. Wenn du eine Frau wärst, so scheiße sehe ich auch wieder nicht aus. Komm, hör auf. Ja. Am 6. Juli 1974 ist die Begrenzung bei den Lottozahlen. 6 aus 49. Ach was? Ja, da war der Höchstbetrag 500.000 D-Mark damals, ja, den man gewinnen konnte. Und der wurde dann hochgesetzt auf 1,5 Millionen. Ist ja heute bei Lotto Pillepalle, ne? Ja, da kannst du einmal mit tanken gehen. Ja, genau. Aber 1974 war das Jahr. Da war das viel Geld. Ja. Ja. Ich bin 1974 geboren, ein halbes Jahr später. Ja, geht. Reicht mal so. Ja, sag mal nochmal dein Tattoo, dass diesen Kosten. Was haben die anderen Sachen jetzt hier? Was ist Ohana? Ohana, das ist jetzt auch mein aktuellstes. Das ist hawaiianisch und heißt Familie. Ohana! Ja. Ja. Geil, naja. Über deine Tattoos reden wir nochmal. Ich denke auch. Ich sage an dieser Stelle Cheerio, Miss Sophie, das war der 6. Juli und geht jetzt auf den YouTube-Kanal von Gonzales und Klint und gebt denen nochmal ein Like, oder? Da geht einiges. Ja. Cheerio, Miss Sophie. Auf Wiedersehen.